Hab jetzt mal einen 1000er Star Wars Puzzle für 2 Euro mitgenommen. Puzzle. Ja, man muss trotzdem immer gucken bei Puzzle. Das ist schon ziemlich ein Aufwand, die zu zählen, wegen 1000 Teilen. Am besten halt verschlossene mitnehmen und dann halt auch welche von Lizenzen. Es gibt dann auch Collectors-Editionen. Es gibt solche Dreieckspuzzle von Heye. Heye ist eine richtig gute Marke von Puzzle. Kann ich auch allen empfehlen. Das ist schon ziemlich aufwendig. Ich habe jetzt auch dadurch, dass ich die ganzen Brettspielkonvolute auch aufgekauft habe. Das eine war ein reines Brettspielkonvolut, wohl bemerkt, aber die werden meistens immer so ein bisschen mit Puzzle gestreckt. Und da habe ich halt auch ziemlich viele Puzzle jetzt am Start. Was halt man gegebenenfalls machen könnte, da darf man sich aber nicht erwischen lassen. Nicht direkt am Stand, aber wenn du irgendwo mal bist, hast keine Ahnung von der Nische, willst aber trotzdem auf Nummer sicher gehen. Gehst in den Stand weiter, guckst da mit deinem Handy, ob das was bringt und gehst dann halt da wieder hin. Ne? Das kann man gegebenenfalls auch machen. Ob das jetzt so die feine englische Art ist, weiß ich nicht. Ich mach's nicht. Ich nehm's halt einfach mit. Wenn ich jetzt Anfänger wäre, würde es mich schon jucken. Aber halt, wenn ihr fortgeschritten seid und das Geschäft läuft. Dann ist das mal wurscht, wenn man mal einen Fuffi oder sowas verliert auf dem Flohmarkt. Ne? Ob man einen Fuffi im Club verbrennt oder auf dem Flohmarkt, wo hat man mehr Erfahrung gesammelt? Wahrscheinlich, also gehe mal stark davon aus, auf dem Flohmarkt.